Hallo, ich bin der Felix. Heute sage ich euch, welche Flasche zu welchem Zweck verwendbar wäre oder ist. Wir haben verschiedene Flaschen. Das sind hier meine alten Flaschen. Da sieht man, die sind benutzt, nicht ganz sauber, sagen wir mal, nicht ganz neu. Diese Flasche ist von 2008, also hat 12 Jahre, ist 12 Jahre alt und ich benutze sie immer noch. Die ist fast neu. Das ist solche irgendwelche Werbungflasche, wo man gerne mitnimmt. Das hier auch. Und jetzt, um was geht's? Das muss man unterscheiden. Es gibt jetzt Stufen vom Profifahrer bis nach unten, bis Freizeitfahrer. Und jetzt ist ein großer Unterschied zwischen Profifahrer in Volto oder Profifahrer im Kreisliga, wo die nennen sich da Amateuren oder sowas. Und da gibt es schon einen großen Unterschied. Wo ist der Unterschied? Die Profifahrer nehmen solche kleine Flaschen und wenn die leer ist, schmeißen die weg. Mindestens bis jetzt. Jetzt wird das da wieder eingeführt, dass man die nicht wegschmeißen darf und so weiter. Um was geht bei dieser ganzen Geschichte? Es geht um das, dass Amateuren und Freizeitfahrer die Flasche nicht wegschmeißen, die muss man irgendwann sauber machen. Und es geht um den Verschluss. Wenn das Loch hier klein ist, dann kann man da nicht reinschauen, ob das sauber ist oder nicht. Das ist eins. Zweites muss der hier Ansaugeknopf leicht gehen, aber gleichzeitig gut zumachen. Sonst habt ihr schon bestimmt gesehen, dass das ganze Rad hier in diesem Bereich beklebt ist mit irgendwelchem süßen Saft, sagen wir mal so. Und da habe ich gesehen, dass wenige fahren nur mit Wasser. Viele fahren mit irgendwelchen isotonischen Getränken oder meinen, das muss man da Bier mitnehmen oder Wein oder Eigelb mit Haferflocken und alles Mögliche. Die Auswahl ist da unendlich lang und jeder meint ganz was anderes. Er hat gehört, gelesen und so weiter. Aber jetzt geht es um Eingemachte. Wir machen jetzt Amateuren und Freizeitsportler. Also, wie gesagt, Freizeitsportler haben 12 Jahre eine Flasche. Und jetzt ist die Sache, der Verschluss hier oben, der muss leicht gehen. Ich kann da jetzt nicht mit den Zähnen schrubben, wenn ich beim Training fahre. Da ist das fast egal. Aber beim Rennen ist das sehr wichtig, wenn ich zur Flasche greife, dann muss ich sofort das, was aus dieser Flasche rauskommt, zu sich nehmen und so schnell wie möglich wieder reinstecken. Die Konzentration muss nicht nachlassen, sonst ist man da verwickelt in böse Stürze. Und jetzt für Freizeitsportler. Die Öffnung soll groß sein. Dazu hat man solche Bürste, die ist schon auch da, ein paar Jahre alt, aber die tut noch. Da macht man da heißes Wasser rein und kann man die Trinkflasche sauber machen. Das ist eine Sache. Nächste Sache, die Flasche soll transparent sein. Und jetzt hier zum Beispiel, ich weiß es nicht, ob es zu sehen ist. Da ist innen Schimmel drin. Und der Schimmel, wenn der Schimmel in solcher Flasche ist, dann sieht man das nicht. Und dann spült man das hier
meine Bürste, Wasser in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen hygienisch sauberes Getränke haben. Sonst werden wir irgendwann krank. Und deswegen sollte das die Trinkflasche transparent sein und dann sieht man, ob die Flasche tatsächlich sauber ist. Jetzt haben wir so eine Profi-Flasche von der Werbung. Das ist so ein isotonisches Getränk, ich will jetzt nicht sagen wem und so weiter. Aber der Verschluss ist hier gleich null, funktioniert überhaupt nichts. Wer mag so sowas beim Rennen, du kannst das nicht aufmachen. Das kann da zum Picknick mitnehmen oder sowas, aber nicht zum Rennen. Deswegen sollte man am besten solche Flasche haben. Sehr schöne Flasche, funktionsfähig, aber ich habe schon eben gesagt, da sieht man nicht, ob die sauber ist oder nicht. Sehr guter Verschluss, alles sehr, sehr, sehr gut und schön. Aber wenn man sich leisten kann, dann kann man jede zweite Monat sowas wegschmeißen. Das gleiche hier, das ist eine sehr schöne Flasche, aber der Verschluss ist hier so klumpig und so weiter. Die Öffnung ist auch da nicht so groß. Die Flasche ist, sollte man meinen, sehr gut. Die hat hier Skala, wie viel hat man getrunken und so weiter. Da kann man da debattieren und. Und jeder muss selber wissen, was für ihn gut wäre. Also sollte man das nicht in der Spülmaschine sauber machen, aus diesem Grund, dass der Plastik verformt sich und dann ist nicht so gut, kann man das auch nicht verschrauben hier. Die nächste Sache ist, beim Einkauf sollte man aufpassen und aufmachen und hier den Rand, den Finger durchfahren, ob es nicht irgendwo hackt. Die werden gegossen und dann wird das abgeschnitten und wenn das nicht sauber abgeschnitten ist, dann verklebt sich der Schimmel da in diesen Poren. Und das kann man sehr schlecht rauskriegen. Hier ist das alles okay, aber in manchen Flaschen, hier sieht man schon, dass da was nicht korrekt gegossen wurde und da ist immer was, bleibt immer was hängen. Die nächste Sache ist, welche Größe sollte man kaufen? Wie man sieht, gibt es kleine, noch kleinere Größe, noch Größe, Mittelgröße und hier so irgendwas zwischen Büchse und Flasche. Jetzt, welche Größe sollen wir mitnehmen? Das liegt von unserem Training oder Distanzen, was wir fahren. Ist das Rennen oder Freizeittraining. Aber im Grunde genommen, wir müssen das distanzmäßig oder zeitmäßig, wie lange sitzen wir auf dem Fahrrad, dann müssen wir mitnehmen, wenn das 100 Kilometer soll sein, das sind 3 Stunden, dann muss man so und sowas mitnehmen, sowas. Oder 2 solche, wenn es warm ist. Wenn wir jetzt einen sehr heißen Tag erwischen, sollen wir hochwahrscheinlich 2 solche mitnehmen. Eine mit Getränk, isotonischem Getränk und eine mit Wasser. Wozu brauchen wir Wasser? Wasser brauchen wir ab und zu haben ein offenes Mund und der Mund trocknet aus. Kann man durchspülen, da kommt auch Staub rein und das rausspucken oder sich ein bisschen Kopf nass machen, tut es sehr gut. Bei fast allen Rädern gibt es 2 Aufnahmen fürs Trinkflasche. Viele fahren nur mit einem und sagen, ich fahre noch 50 Kilometer, dann brauche ich noch 1. Naja, gut. Aber
gibt es noch zweiten. Und da kann man sich sowas besorgen. Das ist eine abgeschnittene Trinkflasche oder so immer Buchse. Und kann man zumachen. Wozu ist das? Das ist für Werkzeug, Geld. Da kann man Ehering reinschieben oder irgendwelche Handy. Passt jetzt nicht. Die alten Handy haben gepasst, jetzt nicht mehr. Aber Werkzeug ist immer gut, wenn man unterwegs hat. Und dann kann man reinstecken und stört keinen. Natürlich beim Rennen ist das nicht angebracht, dass man sowas da mitnimmt, aber beim Training ist das sehr, sehr hilfreiche Sache, wenn man sowas unterwegs hat. Jetzt, wenn es heiß ist, dann kann man zwei Flaschen mitnehmen, ist man gut versorgt. Wenn es nicht so heiß ist und fährt man kurze Strecken, dann langt auch eine kleine Flasche und ist kein Problem. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch geholfen habe und weitere Videos gibt es hier. Abonnieren hier. Das war's für heute und tschüss.